Hallo zusammen, ich verspreche euch was mega Interessantes. Lasst uns Emma und Miranda hierher holen. Jetzt sind wir definitiv bereit. Emma, lass uns anfangen. Okay, wie du meinst. Ich habe bereits einen Knopf ausgewählt. Fantastisch. Dahinter verbirgt sich nämlich etwas Scharfes für Chilischoten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir gefallen werden, aber es wird auf jeden Fall spannend. Was zum Teufel ist das denn? Oh nein, Chilischoten. Schluss damit. Die wollte ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Probier sie einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich habe wohl keine andere Möglichkeit. Oh Mann, ich spüre schon, es wird ganz schön heiß hier. Wie auch immer, du hast es geschafft. Gut gemacht. Miranda, wie geht's dir? Ich habe mir auch schon einen Knopf ausgewählt. Deine Entschlossenheit freut mich. Ich denke, du hast eine Belohnung verdient. Wie wäre es denn mit etwas Schokolade? Sieht ganz schön appetitlich aus. Davon will ich gleich was probieren. Ich brauche Hilfe! Okay, genug Zeit verschwendet. Die Schokolade gehört dir. Oh, mein Kopf, was ist das denn? Wow, Schokolade. Was für eine schöne Überraschung. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Ach du meine Güte, wieso ist es so heiß hier? Wow, das Thermometer ist aus dem Ruder gelaufen. Sogar die Schokolade beginnt zu schmelzen. Was ist denn hier los? Wir müssten wohl die Klimaanlage anwerfen. Miranda, das ist übrigens auch für dich. Was zum Teufel ist das denn? Das sieht gar nicht nach Schokolade aus. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Oh, das scheint dir wohl nicht gefallen zu haben. Du sagst es. Ach so, das ist alles Emmas Schuld. Hier ist ja Feuer und Flamme. Ich muss dringend was tun. Ach ja, ich hatte hier irgendwo einen Eimer Wasser. Das reicht, um das Feuer zu löschen. Wasser, endlich! Juhu! Das fühlt sich gut an. Ich fühle mich viel besser. Na, die Runde ist gerade noch mal gut gegangen. Es wird Zeit für die zweite Runde. Miranda, lass uns beginnen. Gerne. Erledigt. Dein Mut erstaunt mich immer wieder. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Schönheitsgadgets hier machen soll. Ich hoffe, du findest es heraus. Oh, das ist ja cooles Zeug. Fantastisch. Hier gibt's noch mehr. Gib mir mehr und mehr. Oh, wow, das ist doch eine Schminkkiste. Oh, ich liebe diese Lidschatten. Unglaublich. Und einen Pinsel gibt's auch noch dazu. Ich will doch gleich anfangen, ein richtiges Meisterwerk aus meinem Gesicht zu machen. Nun, ich lass dich in Ruhe und geh zu Emma. Na, Emma, wie geht's dir? So weit, so gut. Ich habe mich bereits entschieden. Das ist großartig. Ich bin froh, dass wir ohne Verzögerung weitermachen können. Außerdem gibt's für dich leckeres Eis am Stiel. Es ist bereits unterwegs. Warum ist es hier so kalt? Was ist das denn? Eis? Wow, das ist Eis am Stiel. Ich liebe es. Ich bin so froh, so viel davon zu bekommen. Ich bin bereit, einfach alles aufzuessen. Das ist unglaublich gut. Ich danke dir. Ich kann gar nicht aufhören. Es macht mich süchtig. Hey, you. Oh, Emma, du solltest ein bisschen vorsichtiger essen. Wer zum Teufel braucht schon Manieren, wenn es Eis am Stiel gibt? Oh Mann, es wird ganz schön kalt hier. Hey, gibt's hier vielleicht eine Heizung? Ich muss einen anderen Knopf drücken. Was machst du da, Emma? Mit diesem Tempo machst du hier alles kaputt. Miranda, beeil dich. Was ist hier los? Oh, ein Föhn. Kann ich ihn mir kurz ausleihen? Ja, aber wozu? Alle Fragen später. Ich muss Emma aufwärmen. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Großartig. Ich danke dir vielmals. Oh, mein Eis ist geschmolzen. Och, Menno. Du bist unverbesserlich, Emma. Du denkst immer nur an Essen. Kannst du mir den Föhn bitte zurückgeben? Ich sehe, ihr seid bereit zur nächsten Runde. Lasst uns nicht zögern. Ich drücke auf den Knopf. Los geht's. Ganz wie du meinst, Miranda. Ich will nicht mit dir streiten. Bevor wir anfangen,
müssen wir unsere Schutzanzüge anziehen. Ja, das wirst du benötigen. In Ordnung, wie du meinst. So ist großartig. Jetzt können wir anfangen. Oh Mann, diese Ziegelsteine hier sind für dich. Ich kann die kaum heben. Aua, das hat weh getan. Sorry. Das ist aus Versehen passiert. Ach ja, der Rest gehört dir auch noch. Hör auf, ich sehe bereits Sterne vor den Augen. Ziegelsteine, was soll ich damit anfangen? Du kannst dir Zement und eine Kelle nehmen und etwas bauen. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich habe noch nie was gebaut. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das sieht nicht gerade toll aus. Aber ich habe eine Möglichkeit, meine Fantasie ausleben zu können. Auf geht's. Ich bin mir sicher, das wird ein grandioses Bauwerk. Ich fange einfach an. Großartig, das ist so aufregend. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du schaffen würdest. Bin ich jetzt endlich dran? Okay, ich drück einfach mal diesen Knopf. Gut gemacht, Emma. Ich habe auch schon etwas Interessantes für dich. Komm näher, schnell und jetzt entladen. Los geht's. Was zum Teufel ist das denn? Das fühlt sich gar nicht gut an. Als hätte ich eine Tonne Sand unterm Hemd. Das hast du gut gemacht. Wir sehen uns. Jetzt kriegt Emma noch etwas Werkzeug von mir. Was soll ich damit machen? Das wirst du gleich herausfinden. Ach so. Ein Eimer, eine Schaufel. Alles klar. Ich werde einfach im Sandkasten spielen. Danke, das macht voll viel Spaß. Ich sehe, es gefällt dir. Oh ja, schau mal, das sieht doch toll aus, oder? Wow, ein echtes Schloss. Sieht absolut fantastisch aus. Hä, was ist das denn? Na, was sagst du zu meiner Konstruktion? Ich habe mein Bestes gegeben. Das muss ich mir genauer ansehen. Das war's, ich bin fertig. Ich glaube, ein Ziegelstein ist hier fehl am Platz. Was hast du angerichtet? Gleich wird alles zusammenbrechen. Oh, sorry, ich wollte doch nur helfen. Na, vielen Dank. Wie blöd von mir. Ich bin Erster, der beginnt. Eine ganze Reihe von verschiedenen Eissorten. Mein Traum wird wahr. Kate, jetzt bist du dran. Oh, mir schwindelig. Na, was habe ich bekommen? Oh, no. Oh nein. Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Come on. Ich will diese Chilischoten nicht. Die sind viel zu scharf. Awesome. Oh ja, mein Kuchen wird da viel leckerer sein. Wenn ich erstmal das Eis drauflege. Schau mal, wie bunt das aussieht. Awesome. Ich weiß sogar, wie ich die Torte noch schöner machen kann. Awesome. Ich brauche einfach auf der Spitze noch mehr Eis. Bingo. Den gesamten Eimer. Und wenn ich jetzt die Torte noch etwas höher machen könnte. Zum Beispiel mit noch einer Eiskugel. Wow. Awesome. Ist ja toll. Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie lecker diese Torte sein wird. Gleich werde ich es dir ausführlich beschreiben. Das ist erstaunlich. Genauso lecker, wie ich dachte. Kate, willst du auch was probieren? Could you please? Natürlich, wenn du mir was gibst. Willst du was? Kriegst aber nicht. Denn das ist meine Torte. Du hast deine eigene. Na los, probier was. Ich hoffe, dass ich von einem Bissen nicht gleich ein Feuer entfache. Ich wünsche mir Glück. Ach, mein Mund brennt. Was für ein Albtraum. Von dieser schrecklichen Torte esse ich nichts mehr. Ach so? Dann werde ich wohl das Rad der Strafe rausnehmen. Mal sehen, was du bekommst. Oh ja, noch mehr Tabasco über deine Torte. Ich bespritze einfach mal deine Torte. Was hast du da getan? Ich hatte mal eine blaue Torte und jetzt ist sie ja ganz rot.
Jetzt werde ich sicher verbrennen. Tom, wenn hier gleich was brennt, dann bist du daran schuld. Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Du hast Dampf in den Ohren. Was? Oh nein, ich hebe ab. Wo willst du hin? Wer wird die Kuchen essen? Diesmal müssen wir das Rad wohl selber aufhalten, oder? Okay. Ich mach's einfach mit geschlossenen Augen. Was für ein Teufel ist das denn? Oh, Mayonnaise und Essigpulver? Ich wollte doch keinen Salat machen. Awesome. Mal sehen, was ich diesmal bekomme. Was Leckeres, oder? Nee, das ist voll unfair. Ich muss das Rad weiterdrehen. Nee, das ist jetzt unfair. Wenn du schummelst, muss ich das Strafrad wieder rausholen. Okay, wo sind meine Schokogeschenke? Ich liebe Nutella und Bueno. Und ich muss wohl die kalorienreicheste Torte auf der Welt zubereiten. Diese Mayonnaise ist so eklig. Gross, fett. Nutella hingegen ist einfach fantastisch. Ich könnte dich jeden Tag essen. Wie kriege ich jetzt die Mayo auf den Kuchen? Die ist so dick. What? Richtig fettig. Oh. Awesome. Ah, ich habe eine Idee. Nutella ist auch dickflüssig. Deshalb muss ich sie auf besondere Weise angehen. Ich nehme mir Werkzeug und bringe die Nutella an der Torte an. Oh, das ist wohl die leckerste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Nutella ausrollen. Awesome! Sieht schon mal gut aus. Ich will auch was probieren. Oh oh. Ups, jetzt habe ich Schokolade im Gesicht. Das ist toll. Wenigstens kann ich etwas Leckeres probieren. Awesome. Diese blöde Mayonnaise will nicht rauskommen. No. Na komm schon. Na endlich. Das sieht mega eklig aus. Bingo. Hier stimmt noch was nicht. Vielleicht ist sie nicht flach genug. Awesome. Ich nehme mir so lange deinen Roller. Aha, ich habe herausgefunden, was los ist. Awesome. Ich muss die oberste Schicht etwas fester machen. Oh, weird. Ja, was ist das denn? Wo kommt die Mayo her? Kate, ich glaube, du steckst dahinter, oder? Du hast meine Torte ruiniert. Wieso hast du mir das Glas auf den Arm gestellt? Damit du mir nicht mehr in die Quere kommst. Hilf mir, das Ding abzunehmen. Oh no! Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nämlich meine Schokoriegel anbringen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Perfekt. Wie soll ich die Gurken anordnen? Das ist eine große Herausforderung. Vor allem ohne Hände. Schau dir meinen Kuchen an. So richtig schön schokoladig. Ich will auch so einen. Kann ich vielleicht was von dir probieren? Ich gebe dir auch was von meinem ab. Von deinem? Nein, vielen Dank. Ich will mein Schokowunder probieren. Awesome. Oh, wie lecker. Leute, ihr solltet alle mal so eine Torte probieren. Ich muss meine Torte auch probieren. Ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Dieser Kuchen ist schrecklich. Wie geht's? Was wird diesmal auf uns zukommen? Wow, Zuckerwatte. Super. Ich hoffe, ich krieg auch was Leckeres. What? Oh Mann, nur Kerzen. Hey. Das sind Kerzen, die du auch noch essen musst. Und ich werde dir dabei zuschauen, dich auslachen. Okay. Ich hingegen werde meine Zuckerwatte an der Torte anbringen. Aber zuerst mache ich mir daraus einen richtig guten Schnurrbart. Nicht nur ein Schnurrbart. Ich mache mir ein Ziegenbart. Jetzt sehe ich aus wie ein echter Pirat. Zuckerwatte ist eine coole Sache. Voll köstlich und macht eine Menge Spaß. Ich bin einverstanden. Ich habe auch was von der Zuckerwatte probiert. Hoffentlich macht ihm das nichts aus. Köstlich. Lecker? Wie konntest du es wagen? Das ist meine Zuckerwatte. Du darfst sie nicht anfassen. Ich werde nämlich damit meinen Kuchen dekorieren. Jeder Millimeter Watte ist mir wichtig. Daraus kann ich richtig schöne Figuren machen. Ein Häschen und eine Ente. Die sehen richtig cool aus.
Und jetzt wird's Zeit, dieses Wunder zu probieren. Sehr lecker, genau das, was ich wollte. Kuchen mit Kerzen ist was Tolles. Aber wer isst die Kerzen schon? Man pustet sie einfach aus und das war's dann. Aber ich mag es, Kerzen auszupusten und sie anzuzünden. Jetzt will ich sie ausblasen. Hey, Tom, was erlaubst du dir überhaupt? Findest du das lustig? Du hast den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir alle nass. Was habe ich angetan? Ich will das nicht. Blödes Wasser. Tom, alles nur wegen dir. Come on! Gut, dass ich wenigstens noch meine Torte essen kann. Oh nein, meine arme Torte. Meine arme Zuckerwatte. Awesome! Jetzt will ich auch was probieren. Okay, die Kerze gefällt mir nicht wirklich, aber die Torte ist lecker. Ich war so hungrig und ich habe nur eine Pizza bekommen. Tut mir leid. Voll cool, dass ich viel mehr habe. Habt ihr diesen Turm gesehen? Schaut mal, das sind so viele Pizzen, dass die bis zum Himmel reichen. Diejenige, die am wenigsten Glück hatte, ist zuerst. Es ist Diana. Come on! Jetzt reicht's aber. Da gibt's nichts zu lachen. What? Ich weiß auch schon, wie ich die essen werde. Selbst wenn ich nur eine Pizza habe, bin ich trotzdem glücklich darüber. Schaut mal, wie lang sich der Käse zieht. Voll schön. Klasse. Wow. Zergeht nur so auf der Zunge. Hey, sei doch vorsichtig. Pass auf, wo du den Müll hinwirfst. Wen interessiert das? Genug, jetzt hör auf. Das wirst du mir büßen. Ihr seid beides voll witzig. Okay, jetzt geht's aber an meine Pizza. Diana, du hattest recht. Die ist mega lecker. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie man die bequem essen kann, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Man rollt sie einfach ein. Wow, das ist ja voll lecker und praktisch. Sieh mal, so geht das. Cool, nicht wahr? Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Pizzen auf einmal sich in den Mund stecken kann. Natürlich geht das. What? Oh, hier ist was schiefgegangen. Oh, no. Hey. Was soll ich jetzt bloß tun? Komm schon, mach dir keine Sorgen. Jetzt gehört der Rest deiner Pizzen uns. Meine Pizzen hin. Hey! Ihr solltet euch schämen. Ihr habt sie einfach gestohlen. Ich Diebe. Hey. Jetzt schrei uns nicht an. Wir hatten Hunger. Jetzt bin ich dran. Darauf habe ich so lange gewartet. Aber das war lecker. Hier ist noch Salami übrig. What? Ein Tic-Tac? Aber das ist noch viel zu wenig. Ich habe eine ganze Schachtel. What? Hey. Schau mal, was Diana hat. Ja, schaut es euch an. Ich habe eine mega große Schachtel. Come on. Voll cool. Aber Lilly kann anfangen. Ich weiß schon. Mein Tic-Tac ist mit Coca-Cola-Geschmack. Ich liebe Cola. Köstlich, aber viel zu wenig. Mary, jetzt bist du aber dran. Hurra! Ich bin immer bereit, was Leckeres zu essen. Hä? Was soll das? Na, jetzt macht schon. Du hast deine Tic-Tacs verstreut. Oh no! Nichts dergleichen. Die mögen zwar auf dem Tisch verstreut sein, aber ich kann sie trotzdem essen oder aufsaugen. Yes! Ich bin begeistert. Diana, jetzt bist du dran. Ah, na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Schaut mal, wie viel ich davon habe. No. Es ist
köstlich. Hey, wieso teilst du nicht mit uns? Du hast doch so viele Päckchen. Teilen von wegen. Das ist so lecker. Das will ich am liebsten selber essen. Verdammt. Genau. Ich habe eine Idee, wie ich Diana mindestens eine Kiste klauen kann, ohne dass es jemand bemerkt. Und wenn ich von dieser Seite aus zugreife, wird sie nichts bemerken. Hey, woher hast du das? Das sind doch meine Tic-Tacs. Na warte, jetzt könnt ihr was erleben. Das ist für euch. Please. Es reicht. Bitte, hör auf. Bitte. Beim nächsten Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr mir mein Tic-Tac klaut. Moment mal, das sind doch Süßigkeiten. Ich kann die einfach mit dem Mund auffangen. Eine geniale Idee hast du da. Das ist für euch. Mist, mir ist die Munition ausgegangen. Wir hatten aber genug davon. Meine Güte, ist das Knoblauch? Sieht so aus. Gefällt mir gar nicht. Pech für euch, Mädels. Ich habe nur ein Stück Knoblauch. Also kannst du auch anfangen. Okay. Das wird schnell gehen. Schaut mal, wie ich ihn schäle. Oh, das ist ja voll cool. Ratzfatz geht das. Oh nein, What? Gefällt mir gar nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Weißt du, wie ich dir helfen kann? Du brauchst eine Knoblauchpresse. Mit ihrer Hilfe wird das Essen von Knoblauch weniger unangenehm sein. Komm schon, Lilly, mach den Mund auf. Oh nein, vielen Dank. Mach den Mund auf. Ich werde dir helfen. Na, gefällt's dir? Oh, das ist schrecklich. Das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Hey, ew. Was für ein Gestank. Jetzt müssen wir das Zeug riechen. Lilly, hier hast du ein Kaugummi. Cool. Oh, vielen Dank. Der hat definitiv geholfen. Als hätte ich den Knoblauch gar nicht gegessen. Okay, jetzt komme ich dran. Aber wisst ihr was? Ich will das nicht essen. Ich trage es einfach als Kette. Voll schön, nicht wahr? Nicht wirklich. Die Regeln besagen, dass du den Knoblauch essen musst. Also genieß ihn. Okay. Ich hatte gehofft, dass die Idee mit der Kette funktionieren würde. What? Aber wisst ihr was? Hä? Ich habe eine bessere Idee. Den Knoblauch schnell und gründlich zu schälen, musst du ihn in ein Glas geben und gut schütteln. Seht ihr? Shake it, shake it, shake it. Wow. Ist das nicht toll? Okay, jetzt kann ich's probieren. Boah, das schmeckt ja mega eklig. Als hätte ich einen ganzen Mülleimer auf einmal gegessen. Genau so riecht das jetzt auch. Hey, you! Hey, you! Ich weiß, was hier helfen kann. Wir brauchen dringend einen Lufterfrischer. Hier wird nichts helfen, bis der Geruch aus meinem Mund verschwunden ist. Hey, you! Verdammt, was machen wir jetzt? Okay, ich sprühe es dir einfach in den Mund. Das Spray ist alle. Naja, der Geruch ist auch weg. Ganz genau. Aber schmecken tut das auch nicht. Wie auch immer, Diana, jetzt bist du dran. Mädels, bitte, verschont mich. Ich kann nicht den ganzen Haufen hier essen. Oh, doch, das wirst du machen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Okay, noch kann ich das aushalten. Ich bin ein starkes Mädchen. Ich muss das schaffen. Boah, ist das eklig. Du meine Güte. Sie isst den Knoblauch direkt mit der Haut. Der Wahnsinn. Noch ein kleines Stückchen. Ich muss das schaffen. Oh no. Sei vorsichtig. Wirf doch nicht mit dem Müll nach uns. Ist mir egal.
Ich hab's geschafft. Ich hab alles aufgegessen. Boah, wir ersticken noch gleich. Das riecht furchtbar. Ich weiß, was uns helfen kann. Wenn wir die Quelle des Gestanks abstellen, wird der Raum etwas besser riechen. Hey, ich kann nicht atmen. Hilfe! Diana, geht's dir gut? Hey! Ich hoffe, die lebt noch. Die ist bloß ohnmächtig geworden. Okay, mir geht's gut. Ich bin am Leben.